müssen wir uns mal Gedanken machen um die Schlussfront an der. Boah. Die Zombie-Dame kommt gerade zu Besuch, die ist schneller unterwegs als ich. Hast du jetzt davon? Wir haben noch genug Essen in uns. Ja, guck mal. Ah, fuck. Gegensturm, mein Plan. Und damit geht das auch direkt schon los. Was machen wir denn? Was wollen wir denn? Was? Ach ja, wir wollen Pflanzenfasern sammeln. Geht der Scheiß wieder los. Ja. Muss doch immer deine drei Holzplätze mit dem Lagerfeuer aufstellen. Aber hallo, da bin ich doch dabei. Ach, hab ich da richtig Bock drauf. Ich bin im Moment in einer dermaßen 7-Days-Phase wieder gelandet. Ja, ich auch. Durch meine Idee bin ich da wieder gekommen. Durch mein Let's Play, das ich jetzt angefangen habe, nachdem ich lange überlegt hatte. Stimmt, du hast ja auch angefangen wieder, ja. Mach ich 7-Days oder mach ich Echo? Und 7-Days ist halt einfach 7-Days. Nothing like 7-Days. That's right. Gibt's zwar ein helles DLC für 8-Days, aber... Das ist noch eine Beta. Kostet 15 Euro. 14,99. Oh, Summer Sale. Herbst-Sale. Herbst-Sale schon. So, mitten in der Pampa liegt ein Schlafsack. Nein, doch nicht. Dann schauen wir als allererstes mal auf der. Ein nasser Sack. Schubidubidubdub. Ist es der Martin? Ja. Ja, er war immer direkt. Oh, Spoiler-Alarm! Wollen wir direkt mal hier Dingens verschicken? Für die Connection. Ekelhaft, der verschickt sein Ding direkt, also kommt er da. Zack, Henne ist da. Kohli ist da. Jawoll. Hab ich direkt accepted. Hab ich direkt abgelehnt. Direkt eine Feindesanfrage zurückgeschickt. Möchten so. Sie mein Gegner sein? Ja, bitte. Wie viele Meilen seid ihr denn entfernt? Och, Henne ist eigentlich relativ nah. Kohli ist... Was? Ja, ich hab's nicht so bei mir bist du weiter weg als Kohli. Ja, ein bisschen, aber ich sag mal, das könnte schlimmer sein. Schlimmer geht immer. Geht es immer wieder. Machst du dir viel Sorgen, kannst du nicht bestimmen. Was ist denn mit dem Timo los, der Mister? Ja, 9 Uhr passt bei mir gut. Ja, ich hab ihm geschrieben, er braucht länger. Ja, ich weiß auch warum, aber ich weiß nicht, ob ich das irgendwie so sagen darf. Er macht wieder rum. Nein. Naja, von seinen Impotenzproblemen wissen wir doch schon längst. Er hat die Schieß. Er sitzt auf dem Klo fest. Echt? Ja. Sag's uns lieber nicht, so viel will ich gar nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, ich sag's euch lieber nicht. Das will ja keiner also, wissen. Angenommen, er hat Dünnschiss. Wollt ihr es dann wissen? Nein. Genau. Nicht. So, jetzt mal in der Theorie. Rein von der Hypotenose. Sagen wir, er hat entweder Dünnschiss, Gonorrhoe oder Tripper. Wollt ihr es wissen? Nee, entweder er hat... Also wenn es Tripper ist, will ich es wissen. Er hat eine Geschlechtsoperation oder Dünnschiss. Ist Achtung, schwanger. Kleiner Joker, Geschlechtsoperation ist es nicht. Ja, ich sag ja, er ist schwanger. Mit der Diarrhoe? Ja, er hat ein Kind mit der Diarrhoe. Ach, das freut mich für dich. Ja schon ewig zusammen. Also hier ist eine Straße, da hinten ist eine Stadt, das ist schon mal ziemlich nice. Ich kann auf dem Weg direkt schon mal Mais einsacken. Das ist ja, auch schon mal cool. Ja, den kannst du mir dann mitbringen, weil das ist immer noch mein Job. Ja, aber ein Mais- und Kartoffelfeld werde ich auf jeden Fall auch anlegen, ja, weil dieser Eintopf ist einfach dermaßen OP, das ist unglaublich. Was soll ich sagen, weil wer hat ihn eingeführt? Wer hat gesagt, scheiß auf Bacon and Eggs, hallo ja. Eintopf. Definitiv. Aber ich mag Bacon und Eggs. Bacon und Eggs sind geil, aber dieser Eintopf ist einfach absolut genial. Ja, vielleicht der blöd, macht... wenn du in der Wüste schaffst, aber sonst ist er geil. Mhm. Der macht halt einfach diese zwei, also, drei Wellness mit einem Schlag. Das ist von mir Hubrank. Aus meinem Wald da hinten, glaube ich, eine Wüste sogar. Bei mir in der Nähe. Ja, ich glaube, zu nah aneinander sollten wir vielleicht nicht, aber also so ein bisschen also, Abstand darf. Hier weiteste Sichtweite bei mir, ne? Also, das ist gerade so Häuser spawnen, das ist jetzt nicht gerade nah.
jetzt mal 1,5 Kilometer von hier ist eine Wüste. Ja, voll in die falsche Richtung. Ich habe mittlerweile diese Anfangs-Challenge so dermaßen häufig gemacht, es geht bei mir so zack, 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 zack. Ich denke nicht mehr drüber nach. Ja, bis auf den Trailer bei mir immer. Weil ja, das ist natürlich klar. So als Sinn zu reißen. Bei meiner ist relativ nah. Bei meiner auch, aber da ich dann halt 1000 Kilometer zu Timo gewandert bin, ist er jetzt nicht mehr nah. Hm. Wir haben so ein winziges Stück totes Land hier, das ist total lustig. Ein bisschen Wald, da kommt ein winziges Stück totes Land und dann bist du in der Steppe. Hat so einen Fleck. Aber da ändert sich ja deine Musik und alles, ne? Da hast du so 2 Sekunden totales Drama und dann ist gut. Die erste Schatzkarte. Ich hab auch schon eine. Knüppel. Ihr habt schon Schatzkarten, ihr Verrückten. Ja, hab ich so gefunden. Das ist natürlich in so einem frühen Status, na gut, Tag 4, aber trotzdem ziemlich genial. Ja, aber der Timo, ne? Ich sag noch, das Geilste ist, wenn du früh so einen Helm mit Taschenlampe findest, ne? Ja, oh, ich hab einen Helm mit Taschenlampe. Fix. Ich renne die ganze Nacht durch mit einer Fackel in der Hand von Zombies weg und der hat einen Taschenlampen, einen Helm und findet eine Piste und eine Pumpgun, weißt du? Und ich bin gleich schon wieder tot, schon wieder auf 17 Leben runter. Alter, Alter, was machst du denn? Zwei Hits? Ich hab 2 Hits kassiert. Besser als so manches One-Hit-Wonder. Das bringt dich nicht um, es raubt nur den Erfolg. Mein Gott, Hunehase, so, komm, hack diesen Stein fertig hier. Oh, meine Axt ist gleich wieder. Nein, durch. Hase, nicht 2 Meter nach vorne laufen, da ist so ein Grün. Oh, er hat Hase gesagt, wie süß von ihm. Ja, ich weiß nicht warum, aber der Hase sieht mich schleichen und rennt erstmal 2 Kilometer weg. Und schalt, ach so, kein Holz. Wieso hab ich denn kein Holz? Das ist ja so saudämlich. Woran merkt man, dass man schon eine Zeit lang 7 Days spielt? Wenn man in ein Haus kommt und als erste die Toilette durchwühlt. Gib mir die Pistole, gib mir die Pistole. Eine Pistole drin ist. Das Schöne ist, im Gegensatz zu Hasen oder irgendwelchen anderen Tieren, kannst du Hühnern hinterher rennen und sie umknüppeln. Und ich finde die Leiche nicht mehr. In der Wiese, scheiße. Ah, da. Und dann Gras wegkacken, bis die Hühnerleiche auftaucht. Komm zu mir, du dreckiges Federvieh. Ich hab noch 17 Leben und ich fühle mich nicht gut. Ja, ich hab nur noch 40. Du fühlst dich gut. Hat eine Wellness verloren, scheiße. So, wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Jetzt schon wieder einmal durch die Wüste. Finde ich ja nice. Ich mag ja Wüste. So, so, bauen wir ein Mahlmal. 3 Holzdinger aufeinander. Martin, das ist überhaupt nicht mehr im Trend. Die Zeit ist vorbei. Der Trend geht zum Flachhölzern. Nee, jetzt kein Zombie. Das ist echt nicht der Moment. Ich hatte eben schon eine Horde. Es läuft so nicht bei mir zusammen. Geh weg. Du sterben tun. Oh ja, Vitamin. Ja, so, da ist ein Lagerfeuer in der Wüste. Ich weiß nicht, was das soll, aber es liegt da rum. Vielen Dank, finde den Trader. Zack, zack, zack. Keine 10 Minuten und die Challenge ist alle durch. Hallo, das ist dafür da, dass du mal das Spiel kennenlernst. Lass dir mal Zeit. So, der Trader ist irgendwie die Richtung. Ich gehe mal am Trader vorbei, bevor ich zu dir komme. Es ist ja noch früh morgens, ich habe alle Zeit der Welt. Hm, ich bin gerade Wasser holen. Als emsige Hausbiene mache ich das morgens als erstes. Lass mich dabei umknüppeln. Ah, meinen ersten Zombie spare ich mir jetzt. Welche Richtung bist du, Martin, vom Hennel aus gesehen? Der Hennel ist von mir aus nordöstlich. Ah, da, ich hab dich gerade, ja. Ja, ich bin genau auf der anderen Seite. Stimmt, wir sind ziemlich... Hennel ist genau zwischen uns, so. Oh, ich kann ja noch ein paar Pfeile machen. 11. Ich glaube, es scheitert ein bisschen am Holz hier. Scheitert immer am Holz. 11. So, da vorne ist der Trader, den nehmen wir auch gleich noch mit und dann ist das doch durch. Trader. I hope you see the Trader for the Super Operator. Smooth Operator. Schmoo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 
Schmul! Lasst Schmul frei! Haben wir einen Schmul? Wer ist dieser Schmul? Wer ist dieser schöne Pernat, von dem du sprachst? Wer ist der Schmul? Operator! Schmul Operator! Ryan. Wenn ich so weitermache, komme ich beim Henne an und habe schon wieder Athletic Level 50. Rennt schon wieder wie ein Bekloppter durch die Gegend. Ich habe Level 3 gemacht, nur mit Athletic, das ist bei Timo war, weil ich die ganze Zeit am Dauersprinten war. So, Panik! Umgedreht! So, Panik! Umgedreht! Zwischendurch auch mal, keine Panik, weiter drauf. Aber allein, dass ich mich da erschreckt habe. Oh, da hinten ist ein Farmer-Cowboy. Sofort zu mir! Oh. Ein Pfeil für Mami. Jetzt habe ich das Hühnchen verloren, weil ich nicht mehr rennen konnte. Eben mal das Hühnchen auf Knüppelnähe halten, Martin. Naja, ich hab's dreimal mit der Axt gehauen, aber dann war die Stamina am Arsch. Und jetzt ist es im Busch verloren gegangen. Let me ask you something. Ja, Axt, der duft der die Frauen verhaut. Eine Klinge, sie zu betören. Hilft bei allen außer Sören. Ah, das ist eine Schlange. Wir möchten uns hiermit schon mal global bei allen Sörens entschuldigen, die irgendwo bald beleidigt haben. Ich kenne zwei Sörens, den einen habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen und der andere ist lustig, der kann man nicht beleidigen. Ich versuch's immer wieder, der Mann ist nicht zu beleidigen. Nee, der ist aber die Ruhe weg. Nein, das ist keine Schlange, das ist echt der Moment dafür. Echt nicht mein Schlangenmoment. So, 11 Minuten, meine Challenge zum Trader sind erledigt. Ich komme dann nach Hause. I'm coming home. Now I'm coming home. Ich brauche einen Sniper, ich muss diese Schlange lost weg. Lost on the road, I don't ich belong. Ich habe noch 17 Leben, was soll ich denn machen? Probier's mal mit Heilung. Wie denn? Kaufen. Beim Trader. Du hast doch einen Schatz gefunden und der trägt deinen Namen. Muss aber was drin sein. Kannst du mir was mitbringen? Ich kann dir auf jeden Fall jetzt schon 8 Eier mitbringen. Ach Gott, also wie viele Nester gibt's denn hier? Ja, leck mir doch die Füße. Eier ist nicht das Problem, das Fleisch ist hier das Problem. Ehrlich, jetzt habe ich die Snake einmal gehittet, jetzt dreht sie sich um und guckt mich wieder böse an. Ich habe die Snake gehittet, jetzt guckt sie mich böse an. Das ist unverständlich. Ja, Drecks dich! Weggesniped! Hat mich nur 100 Pfeile gekostet. Hier zu treffen, um sie auszunehmen, ist auch echt nicht leicht. Ja. Ah! Ein Fleisch! Das ganze Opfer hat sich gewohnt. Ich kann jetzt eine Malerpinsel machen, weil ich eine Tierhaut habe. So! Ich male mir mein Gesicht an! Du Indianer! Damit alle sehen, dass ich die Schlange getötet habe. Soll ich schon mal Kohle mitbringen? Nehme ich momentan zum Verheizen im Feuer, damit ich mein teures Holz nicht verschwende. Einfach mal so ein Kohlefeld in der Wüste mit der 25er Steinaxt niederklöppeln. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Meine Augen sind so ganz komisch. Ich bin das so gewohnt, bei diesen Mini-Krüppelbäumen im Vorbeilaufen, die einfach kaputt zu schlagen. Es ist so traurig, wenn man keine Stamina mehr hat und man mit der 25er Axt drauf hat, es bleiben einfach 2 Hitpoints übrig. Das ist voll frustrierend. Welcome to life. Jetzt ist natürlich mein Inventar voll, weil ich diesen Ausflug zum Camp eigentlich gar nicht geplant hatte. Ach, meine Spontanität immer wieder. Ich bin so crazy. You drive me crazy. Okay, das ist ein bisschen eklig. Bin nicht Kermit der Frosch, sondern Daniel Kübelberg. Sieht nahezu ähnlich aus. Deswegen muss das ja immer dazu sagen. So. Aber man kann sagen, was man will. Kermit der Frosch ist nie mit dem Auto in Gurkenlaster gefahren. Ja, das Problem ist auch, ich meine, den Kübelberg hat man zwischen den Gurken wiedergefunden. Versuch mal, Kermit zwischen den Gurken wiederzufinden. Das ist ja doof. Und den Kübelberg hat man nur gefunden, weil er so was geschrien hat.
Und irgendwie nee, weil, Mama, Mama, da ist ein grüner Kermit. Weil er das einzige war zwischen einem Haufen alter Gurken, das komisch gerochen hat. Oh, harter Diss gegen Kügelberg. Macht keinem was aus, aber ich sag's dir trotzdem. Lebt der eigentlich noch oder ist er den Tod eines jungen Künstlers gestorben und wenigstens aufrecht an Drogen krepiert? Nee, an den Nachwirkungen von einer Überdosis Gurken. Das ist der erste Tod von Gurkenwaffe, den wir in der Geschichte Deutschlands verzeichnen können. Hat sich an Gurkenwasser übersoffen. Der arme Mann, das war der Kübelberg. Der Mann. Ich zerleg ein Zelt, la da 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 da. Kein Platz im Inventar. Oh, Surprise! Oh, diese Kackstone Eggs. Der Kühlbox, da kann alles drin sein. Wind mit Eintopf! Ja! Sättigung 60. Hab ich auch schon gefunden, ja. So und direkt überhitzen. Ja, mit Brett Eintopf brauchst du mir warm. Aber plus 6 Zellen. Ja, das ist schon geil. Dafür lohnt sich auch das Schwitzen. Plus 6 Wellness. Weiß ich, verreck zwar ständig wegen der scheiß Zombies, aber egal, ich esse dazwischen immer zweimal Wildbrett. Dieser Eintopf ist. Ich mache im Schnitt so plus. Fett, ich bin wieder auf 89, oh. Das ist einfach so krass. Hey, ich hab so. Kleidung geboostet, weil ich mir im Kaktus Aua gemacht habe und die Kleidung hat's geblockt. Ich hab jetzt auch ein Camp. Aber hier ist eine große Stadt. Zerlegen, gehe ich jetzt aber nicht mit zerlegen. Vollem Inventar hin, sondern gehe ich am nächsten Tag hin und suche einen Supermarkt. Wow, da bin ich jetzt fast. Boah. Was ins Minenfeld gerannt hier? Alter, ist das groß. Ist halt, ich bin vom Zombie weggerannt und rennen, ne? Und ich so, ha, da gibt's Loot, das ist ein Militärbase. Ich so, Moment, Militärbase, biegt nach links ab, renn weiter hinter mir. So, oh, Scheiße. Militärbase, der war doch, irgendwas war da, was war das ja, denn nur? Halt ach, das war's. Ab, ne? Der Zombie, der ja ein bisschen größeren Wendekreis hat als ich, der fliegt in die Luft. Ich denke, Scheiße, das war knapp. Das war verdammt knapp. Ich bin eben auch mega knapp an der Mine vorbei. Da lagen viele. Das hatte ich jetzt bei meinem neuen Singleplayer-Let's Play auch. Ich komme gerade so an einer Militärbasis vorbei und erzähle gerade so, ja, das ist so ein Gebiet, da will ich eigentlich nicht unbedingt hin, weil das ist komplett und in dem Moment pff, im Hintergrund fliegt ein Zombie. Ja, das meinte ich. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Das ist aber das Schöne an solchen Let's Plays mit Storytelling einfach. Vielen Dank für die Demonstration. Genau deswegen gehen wir da nicht hin. Der Autor von seiner eigenen Geschichte überrascht wird. Das ist toll. Ja, im Grunde genommen sind diese Militärbases halt wirklich für den Arsch, weil ich sag mal, den Hauch von Loot, den du da kriegst, ist das Risiko einfach nicht wert. Ja, aber du kannst relativ Glück haben, was Military Zombies angeht. Du kannst doch relativ guten Loot haben. Ja, aber diesen relativ guten Loot kriegst du überall anders auch. Ganz im Ernst. Ich hab einfach mal nein gesagt. Die fetten Militärbunker sind halt geil, aber das Risiko da reinzugehen ist so enorm, weil wenn du einmal in den falschen Raum gehst und dich catchen zwei Zombies, die spucken oder so, bist halt im Arsch. Ja, wenn es irgendwelche Bunker sind, ist nice, aber halt diese Militärcamps, die du da hast, wo halt einfach irgendwie nur drei, kriegst vier Zelte stehen. Ja, aber du kriegst da ganz viele Stühle. Ja, wow. Das ist richtig, die stehen da viel rum, aber... Ja, wenn du ein Kino bauen willst, brauchst du die. Komplett ringsrum vermint und du hast dann irgendwie vier Zelte, wo ab und zu mal ein Rucksack drin liegt, das ist einfach voll für den Arsch, also... Nee, auf dem Turm ist ja der beste Loot eigentlich. Unterm Turm ist Benzin und auf dem Turm sind die Munitionskisten. Wenn du einmal eine Ölfabrik gefunden hast, scheißt du auf so Türme. Ja. Die Ölfabriken sind einfach das Geilste, was ich je erlebt habe hier bei Seven Days. Ich finde die Lager. Du schwimmst cool. So in Benzin danach, wenn du eine so eine Ölfabrik auseinandergenommen hast. Wie, das stinkt doch so. Ja, ist die egal. Das ist so geil, weil dann über Lagertruhen, du machst die auf und denkst, was ist unter Truhe Nummer 2? Da ist einfach ein Klo drunter. Das ist so toll. Das ist auch geil. Die Kisten, wo was anderes ja, drin ist. Ja, die Kisten zusammen, da steht auf dem Regal einfach ein Klo neben dem Waschbecken, neben dem Herd. Stimmt. Das ist total geil. Das ist auch gut, ja. Finde ich voll cool. Sag mal, in der Kombination ist das Beste. Da ist ein Banker.
Der hat natürlich Geld einstecken. Da, Level 2. Ja, da brauchen wir Zeit jetzt. Money, money, money. And he's so funny. Obwohl Level 2. Standardmäßig kannst du auf jeden Fall schon mal Werkzeugschmied und. Na gut, der Rest ist mir eigentlich egal. Aber Werkzeugschmied einen schon mal ist schon mal gut. Ja, vielleicht auch den Waffenschmied für dieses dämliche Bogengedöns, das hier voll von Arsch ist. So, ich dürfte es nicht mehr weit haben zu deiner Base. Ich kann von hier aus noch nichts sehen. Bin ja mal gespannt, was bei dir Base heißt. Meinst du jetzt mich oder Kohle? Dich. Es ist im Prinzip nur ein Fundament bis jetzt. Na, mit Kohle habe ich mich ja noch nicht geeinigt. Wir müssen uns ja einigen, was, wie, wo, wann und warum. Also, die oder haben du dich beim Start ein bisschen übernommen. Vielleicht der alte Minecraft-Größen waren. Auf jeden Fall hat allein das Fundament 400 Frames. Irgendjemand hackt da hinten Bäume um. Das bin ich. Ja. Den Baum sehe ich nicht, dich sehe ich nicht, aber ich, ach ja, jetzt sehe ich die Base. Gerade ploppt sie auf. Ich bin schon wieder zu viel gelaufen. Du bleibst schon wieder 3 Hitpoints bei den garxigen Ästen übrig. Ah, ich sehe dich da unten. Ich bin kühl. Aber mal stopp. So, gut. Wo ist er denn nochmal hin? Hallo! Hallo! Wäre cool, hier kann man sich einen Eingang machen. Oh nee! Mach wieder rein, da kommt doch noch ein Aufgang mit Treppe. Aber ja, ich mach die ja wieder rein. Das wird absichtlich noch nicht gebaut da unten, das wird durch eine Glaswand ersetzt. Ich wollte jetzt so gerade mal jetzt. Achso, du bist jetzt hier. Du bist quasi im Untergeschoss. Mhm. Oh, das ist ein Hirsch. Ja ihr übertreibt tatsächlich dezent zum Einstieg. Warum denn? Gut, jetzt wo ich hier so einen Hauch von Sicherheit erstmal habe, schauen wir uns mal die Map an. Gut, ist hier ziemlich schwitzlos bisher. Weil jetzt. Kackmine, ey. Geht's dir noch gut? Lebst du noch? Ja, hab ich. Ich hab's früh genug gecheckt, aber du läufst echt einfach drauf zu, siehst vor dir nur so eine, aus dem Wald halt quasi kommst raus, siehst vor dir nur so ein Militärbase, bleibst stehen, guckst nach unten und siehst quasi an deinen Zehenspitzen schon die Mine. Au. Die erste. Es war knapp. So, die Frage ist jetzt, Henne, wie weit sollen wir mit unserer Base weg? Ich werd vielleicht nicht viel weiter als 1 Kilometer. Kilometer ist ja schon einiges. Also schon deswegen. Ein bisschen auf Abstand, aber, ja, aber schon noch in Reichweite. Ja, aber dass man das noch in einem halben Tag Fußmarsch erreicht, weißt du was? Ja, spätestens in 3 Tagen habe ich 3 Mobbits gebaut, dann geht das. Also hier ist ein minimaler Fleck von totem Land. Ja, das also ist der auf Feuerland. Unserem Wasser, ja. Guck mal, wenn du aber die ganz andere aus der Richtung, wo du kommst, Süden, da hinten war eine Stadt und Wüste. Ja, da hinten ist Wüste, ja. Das ist richtig. So weit weg? Ehrlich? Noch nicht so weit. Ich muss ja die ganze Scheiße jetzt wieder zurückrennen. Hey, du bist doch wohl was anderes durch. Ich sag dir nicht, wo du campen sollst. Ja, nee, gut, aber es ist ja okay. Ich wollte nur einen ungefähren Plan haben, wie weit wir voneinander ungefähr weggehen sollen. Weil dann wäre die Stadt quasi zwischen uns, genau. Mhm. Wäre natürlich nice, wenn wir wenigstens im Groben eine Straßenverbindung hätten. Deswegen, ja. Also hier, ich kann ja hier drüben jetzt mal zu der Straße laufen und nochmal der Straße folgen. Damit wir halt, wenn wir zueinander wollen, nicht dann ewig lang sinnlos durch die Pampa rennen. Sondern, ja. Ja genau, da hinten ist die Stadt. Das ist eine Wüstenstadt, nehme ich an. Wüstenstädte sind natürlich immer extrem nice. Nee, ist keine Wüstenstadt. Nicht? Ist eine verdorbene. Du bist doch selber verdorben. Deine Mutter ist verdorben. So, hab ich dir gegeben. Weil ich hab mich nämlich auch gefreut, weil Timo mal dir ist direkt gestartet, bin da damals durchgelaufen. 19, ach Gott, was war es? 74, 75. Und, Ja, aber gut, das war ist ja. Kacke. Ist an sich auch nicht so. Nee, ich kam gar nicht von da. Ich kam von der Stadt. Ja, eben, weil das hier vorne sieht mir eigentlich. Ich meine, ich guck's mal an. Nee, von da kam ich nicht. In die andere Richtung ist auch noch eine Stadt. Ja, ich bin jetzt gerade mal. Die hat nice Türme da vorne, das hab ich so noch nicht gesehen. Sind das auch Öl? Ein Giuliano?
Sind das auch Ölfabriken? Das wäre natürlich mega geil. Das Problem ist, Ölfabriken, das sind halt keine, keine Kisten, die du später nochmal looten kannst. Du kannst da sämtliche Benzinfässer rausholen, die halt echt nicht wenig sind. Das aber ist geile Antanke. Sind die erstmal weg, sind die weg. Die Tankstellen füllen sich wieder auf, ja. Ja, die Tankstellen füllen sich immer wieder. Das Gute daran ist das Gute darin, sage ich ja immer. Ne? Mhm. Alter Kleinstadtphilosoph. Also, recht. Hier ist schon mal ein Mini-Waffenladen. Werkzeugladen. Waffenwerkzeug für mich das gleiche. Zwei Mini-Lebensmittelläden. Ein Burgers. Eine große Tankstelle. Ich möchte mal wissen, was das für Riesensäulen sind da hinten. Die sind ja echt heavy. Seelen der Vernunft. Oder wie die Dinger heißen. Der Toleranz. Was? Bar? Ja, du kannst so viel auf dem Boden rumkriechen und rumheulen, wie du willst. Es geht mir mal, die gehen am Arsch vorbei. Du knirschst. Mir geht's nicht gut. Hier hat's auf jeden Fall ziemlich viele große Häuser, die auch nach Läden aussehen. Das ist auf jeden Fall. Also diese Wüstenstadt hier unten ist jetzt, ich habe sie noch nicht komplett gesehen, aber jetzt auf jeden Fall schon nice. Jetzt schon sehr, sehr, sehr sympathisch. Oh, das. Oh, Workers. Das ist ein großer Werkzeugladen. So ein Work and Travel. Nichts Australisches. Working Tools oder wie das heißt. Working Shift, Stift, Dings, irgendwas. Da. Da geht ihm der Stift. Und ich habe einen Taschenmotorradlenker. Den habe ich auch schon. In die Bike Handlebar. Taschenmotorradlenker. Ja, genau. Gott, spielt das auf Englisch, das klingt ja bescheuert. Working Stiff Tools heißt der, genau. Das ist der große Werkzeugladen. Nee. Was Working denn? Mama Tools. Alter, da kann man die Leiter hoch. Wie geil ist denn das? Ich habe das, glaube ich, noch nie gesehen. Was denn? Das sind so riesengroße, rot-weiß gestrichene, keine Ahnung, Fabriktürme, weißt du? Du kannst hier leider ewig lang auf diesen Turm hochrennen. Sprengen! Sprengen! Well, innen. Sprengen! Entschuldigung. Und du kannst innen diesen Turm wieder runterfallen. Scheiße, warum hat das Ding keinen Boden? Au. Aua, ich hab noch 39 Leben und mir das Bein gebrochen. Aua, 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 mir geht's nicht gut. 25er Steinachs und nichts mehr, um eine neue Axt zu machen. Nee, es hat einen Ausgang unten zum Glück. Aber wie scheiße ist das denn? Wenn das so ein zweiwandiger Betonturm wäre, wir müssen jetzt anfangen, die Dynamit zu machen und mit dieser Rettungsaktion da rausspringen. Bevor ich da jetzt nochmal hochgehe, lege ich mal meinen Schlafsack unten hin. Dann kann ich im Zweifelsfall gleich nochmal von vorne anfangen. Oh, wie asozial ist das? Du gehst hier die Leiter hoch und gehst durch den Eingang und siehst gerade vor dir die nächste Leiter. Innen ist alles rot und du siehst einfach nicht, dass zwischen dir und der Leiter ein scheiß Loch ist. Wie asozial ist denn dieser Turm hier? So. So, und ganz oben ist eine Box. Und da ist einmal Electrical Park scheiß, drin. Die Wand an! Hier schneit's gerade plötzlich! So, ich war bis eben noch im Grün, jetzt ist ja alles zugeschnallt. Ey, gibt's jetzt irgendwie Jahreszeitenwechsel oder was? Also, ich hab das schon mal gehabt, dass du, dass es nachts, wenn es ein bisschen kälter ist, dann plötzlich an Stellen schneit, wo es vorher noch nie geschneit hat. Ja, hier ist alles zugeschnallt jetzt. Also ich bin gleich bei dir, bei mir schneit's noch nicht. Aber mit den ganzen Hügel hoch und runter ist alles zugeschnallt. Ja, aber das war ja früher auch schon so, sobald du in ein anderes Biom kommst, ändert sich sofort. Mal gucken, ob es da irgendwo in der Straße, jetzt kommt hier da oben. Gleich beginnt die Nacht. Oh, scheiße. Ich bin irgendwo mitten in der Pampa, über mir fliegt ein Geier und du sagst, jetzt beginnt die Nacht. Deswegen, ich wollte dich schon mal vorwarnen. Du hast eine tolle Art, Leute zu motivieren. Gut, das nächste Mal beides für mich. So, dann hast du halt nur die Musik. Wie frech! Volksbude? Scheiße! Scheiße! Scheiße, Tod! Ja. Was war das denn? Vier Wölfe! Wow! Und ich denk mir noch, da läuft irgendwas auf die Basis zu. Alter, ich bin instant tot gewesen.
Ja, toll, die sind genau neben meinem Schlafsack. Koli, mach die mal weg. Nein. Ja, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Fünf Bogen auf die schießen und weglocken. Ja. Alleine. Allein, ja, allein. Sonst kann ich doch allein, nicht mehr allein. Spielen. Ja, die gehen Problem. Irgendwann wieder. Die hängen, die chillen da jetzt in der Basis. Ja, Gott, die sind genau neben meinem Schlafsack verreckt. Einzeln vielleicht, es ist Nacht, es ist dunkel, ich sehe nichts. Oh, da ist eine Apotheke. Timo! Das war aber auch Pech. Und ein Bücherladen. Ich bin auf Enter gekommen. Ja. Nein! Du bist auf. Ja, aber jetzt um diese Uhrzeit hier diesen Laden knacken, wo Zombies drin wohnen, ist auch scheiße. Ich sehe nämlich null. Toll, jetzt sind sie hier! Oh, sie gehen aber, sie sind ein bisschen weg schon. Gehen gerade nordwestlich den Berg hoch. Ich sag ja irgendwann gehen die wieder. Ist ja noch nicht mal dicht, ich kann mich ja nicht mal drin verstecken. Geh nicht da hinten rennen, du feige Socke! Nein? Hallo? Wie weit sind sie weg? Hör die doch noch. Fuck. Ah, nicht gut. Hör auf, rumzuzappeln. Scheiße. Ach, ist das euer Kack-Ernst? Dem kriegen die mich nicht. Oh, gleich noch einer. Da hat er was die Tür eingehauen. Du bist tot. Oh ja, Zombie gegen Wolf. Ja! Verklopp ihn! Ich weiß noch nicht, für wen ich bin, aber... Schuss! Da waren die Wölfe bewaffnet. So. Weißt du, hier, oh, genau über Liegen mir war der Wolf. Lass hier irgendwo Heilung drin sein. Mine. Der rollt unter mir gerade links, rechts, hin und her. Ha, hit! Hier ist eine Chemiestation, die ist sogar noch benutzbar. Oh. Das ist auch sehr geil. Ja, halt du die Tür, ich versuche den hier unten zu killen. Fuck. Fuck, wir sind zwei Stück sind hier drin. Keine Heilung. Scheiße. War doch sowas nicht. Einer ist tot. Darauf sind jetzt dieser unzufriedene Kerl. Letzter Fall. Beide sind tot. Mann, meine ganze Munition. Ich geb dir Jagdgewehr, Muni, ich hab noch. Ihr habt schon eine. Jagdgewehre? Ja, der Kohli natürlich, ja. Ist er tot? Aber er ist tot. So, ich verschanze mich. So, jetzt muss ich schneller meinen Rucksack. Hast du ein Messer? Ja, deswegen muss ich an meinen Rucksack. Ich bin voll, ich habe kein Messer. Ich verschanze mich über Nacht in einem Pillengeschäft. Ja, ich hole sie gleich. Ich tue gerade ein bisschen Zeug ablegen hier unten in die Drohnen. Ich habe gerade das Lager hier unten angefangen, mal was hinzubauen, dass ich das ablegen kann. Genau für solche Fälle. Weil das Problem mit Wasser in Konservendosen ist, die stacken nicht. Oh, toll. Ja, deswegen habe ich da 15.000 Stück. So, wo sind denn die Wölfe nördlich? Oder wo sind hier, die alle? Hier bei mir sind zwei. Direkt hier drin. Oh. Ich muss die Mauern fertig bauen. So. Boah, mir ist kalt. Mir ist scheiß warm. Ein Lagerfeuer irgendwo? Hier runter an die Fackel oder draußen ist das Lagerfeuer. Aber genau unter uns eine Fackel. Im Innenraum schon. Nice, Salut! Also ich hab noch ein Bier, ich kau mir jetzt das Bier, glaube ich, in den Kopf und dann überlebe ich diese Nacht schon irgendwie. Yippie-yay. Noch irgendwas, was ich saufen kann? Nee, ne? Ich kann mir noch Vitamine reinkloppen aus Spaß an der Freude. Soll gesund sein, hab ich gehört. Waren es vier Wölfe? Ja.
Okay. So. Jetzt wirst du, wo dieser krummelige Zombie ist. Ja, der ist wahrscheinlich über mir. Und lass ihn da oben rumturnen. Walde, Herr Walde. Muss mich jetzt verschanzen bis zum nächsten Morgen. Wo bist denn du? Dann gebe ich dir kurz die Jagdgewehr-Muni. Beim Lagerfeuer. Im Inn? Innen, ja. Obwohl, wo ich hier gerade nach drin laufe, ohne durch die Tür zu gehen, vor der Tür. Eieiei, was ein Stress. So kann man die Tür auch nicht bauen. So, dass man durch die Tür direkt auf die Wand zugeht. Da habe ich ja präzise platziert, muss ich sagen. Also einmal R gedrückt zum Rollen und dann platziert. Verdammt. So, hier bist du. Und ich werfe die hier hin. Nein, ich wollte nicht eine Tür bauen. Ach, scheiße. Kannst sie auch einfach in die Kiste packen, oder? Ja. Liegt zu deinen Füßen. Sie. Danke. Sieht man sehr gut. So, ich mixe jetzt an dieser Chemiestation aus lauter Langeweile 7-mal Schießpulver. Ich weiß nicht warum, aber ich kann's halt. Machst hier auch einfach mal jetzt ein bisschen Krempel rein. Geht doch lieber zu Martin für euer Lager. Hast du recht. Hey, bin ich bin fertig. 7-mal Schießpulver. Ich bin jede Spende dankbar, aber ich brauche ja auch Zeug. Ich nehme hier nochmal schnell alles raus, was ich brauchen kann, und dann gehe ich zu Martin. Ein Scherz. Ah, es ist natürlich schon... war das ein Scherz. Du willst ja nicht sterben. Es ist schon 2:30. Gut, schon gleich wieder vorbei hier. Bin gleich wieder. Ist kalt, glaube ich nicht. Ja, aber ich gebe es nicht zu. Ich habe es aber gehört. Ich gebe es trotzdem nicht zu. So ungefähr klang das. Herr Voldemort? Sind Sie es? Ja. Ja, Herr Voldemort, aber dann hat er sich anders überlegt. Hat es doch gelassen. Sag mal, kann das sein, dass es 2:00 schon wieder hell wird da draußen? Ja. Was ist denn da los? Ich hab's vielleicht ein bisschen zu extrem rumgestellt. Und war kurze Nacht. Hey Cowboy! Was ist los mit der Cut Night Joe? Hey, komm doch rüber, Cut Night Joe. Ich hab einen Bogen, der macht dich nicht froh. Ich hau dir einfach die Nöser klein. Cut Night Joe, so muss das halt sein. Tada! Oder war das ein Jaubix? Da vorne ist ein riesiger Berg. Sieht aus wie Grenze zwischen Wald und Wüste. Also wenn das mal nicht unsere Basis wird, dann weiß ich auch nicht. Das wäre gut. Wir können uns direkt in den Hang reinbauen. Können ins Waldgebiet gehen, wo wir keinen Hitzschlag kriegen, und haben die Wüste direkt nebendran, um halt eben... um Dinge zu tun. Ich hab, glaube ich, irgendwie meine gesamten Pfeile verbraucht. Gott, ist das unangenehm. Das vor allem, wenn einem ein Zombie hinterherläuft, dann mag man das nicht so. Ich krieg dich, ich krieg, klick, klick. Jau. Wow, ich kann ganze 7 Pfeile nachproduzieren. Erster verschossen. Zweiter trifft, Gott sei Dank. Im Storytelling bist du echt super. Das ist total spannend. Keiner weiß, was ausgeht. Erster verschossen. Als sind alle so, oh, wie geht's weiter? Woran scheitert's denn? Ich hab Holz, ich hab Federn, ich brauch dringend Steine. Boah, und ich bin die ganze Zeit überhitzt. Ich muss aus dieser Kackwüste raus. Ich geh total ein. Ich geh ein. Alles tropft auf den Boden. Wollte ich sagen, ich schwitze jetzt schon am Hoden, aber ist auch okay. Ich hätte auch einen Hodenreim. Hallo, hallo. Ich wollte auch einen Hodenreim machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt kann ich hier nicht ans Wasser rennen, weil der Hang so steil ist, dass ich hier nie wieder hochkomme. Du bist durstig. Er sagt mir, ich bin durstig. Alles, was ich einstecken habe, ist reiner Alkohol. Oh, nö. Ist nicht gut. Ich habe das schon mal ausprobiert. Das ist blöd, wenn man reinen Alkohol trinkt aus Grund von Durst. Ja, blöd, würde ich jetzt nicht sagen. Du merkst nicht mehr, dass du durstig bist, zumindest.
Ja, merkst du so ziemlich gar nichts mehr dann, ja. Suboptimal. Ja, aber ich, Flüssigkeit ist bei mir echt auf null jetzt, 0%. Und ich hab... Wenig. So, Entschuldigung, bin wieder da. Ich hab nur noch eine Dose Chili, die halt die Hydration auch nochmal um 5 senkt, was ja auch nicht so gut ist. Aber von 0 auf minus 5 geht ja nicht, also. Die einzige Chance, die ich habe hier ist noch Wüste. Ich muss jetzt Yucca einsammeln. Ich hab leere Gläser. Yucca. Henne, der Server ist voll. Steht bei mir. Nein. Da ist wieder ein Zombie-Dame vom Bash. Jetzt lädt er. Sag dir wieder, der Server ist voll. Vielleicht solltest du mal unseren Server probieren. Ja, und nicht irgendeinen. Das ist der. Nur weil da, Generating Distant Terrain. Weil da Hot Bitches steht, musst du auf diesen Server nicht aufgehen. Es ist eine Alpha, was erwartest du? Vor den Gewolke sind viel weiter. Ich bin auch da. Der Server ist voll. Der Server ist voll. Ich bin hier, der Server ist voll. Okay, ist egal. Gut. Ach, schön ist es geworden. Nicht großartig verändert. Aber ja, du hast doch gar nichts verpasst eben. Nee. Ich hab nur instant einen Vierer Wolfsrudel gekillt. Was bei uns, Schnäcke hier? Ja, das kam mir vorbei, hat kurz gegrüßt, aber hey. In der Ecke ist gut. Genau auf der Basis. Ja, seid ihr schon da? Cool, die anderen Seiten sind schon weitergezogen. Ihre eigenen. Die baut schon schön gut. Nee, ich zieh noch. Ja, nee. Aber ihr sucht noch. Yucca Saft. Henne, kann ich die Bäume hier schon fällen? Ja, hau weg den Scheiß, ich hab auch schon angefangen, die zu fällen. Okay. Boah, 120 Grad Fahrenheit, 0% trinken. Alter, ich bin so im Arsch. Du bist kurz vorm Hitzetod. Ja, mir geht auch gerade schon die Wellness runter. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Die Zombie-Dame kommt gerade zu Besuch. Die ist schneller unterwegs als ich. Die Grand Dame des Zombies. Ah, die hat Wasser einstecken. Alter, was ein Glück du hast. Alter, Wasser und Muni. I like you. I like you. Oh. Der Mann, ihn lebt am Limit. Ich lebe gerade dermaßen am Limit. Das ist nicht abnormal. Ich stehe mitten in der Wüste und komme aus der Wüste nicht raus, weil ich nichts anderes tun kann als schleichen. Und jetzt sind gerade meine Pfeile wieder leer gegangen und ich habe keine Steine gefunden in der Zwischenzeit. Egal. Zombies kommen auf mich zu. Ich kann nicht rennen. Aber ich habe ein Messer und ich werde es benutzen. Ja, haben wir noch genug Essen, Henne und so? Ja, guck mal, wenn du reingehst, von der Treppe aus die dritte Truhe. Okay. Da ist alles mit Lebensmitteln drin, was wir haben. Ich brauche noch ein bisschen was, weil ich gerade hier ein bisschen verhungert bin. Wo wollen wir uns denn aufbauen, Martin? Da, wo du jetzt gerade stirbst, oder? Ich esse jetzt gerade mal eine Suppe, weil die zufällig... Ja, ich sterbe gerade. Eine Suppe. Ich überhitze, ich esse Suppe. Das will ich eben mit meinem Wildbraten in der Wüste. Die sind noch gesperrt, die musst du freischalten. Ah, ja, mach ich. Oh. Alter, ich hab nur noch 26 Leben. Nee, du hast ein bisschen sortiert, ne? Nur das Essen sortiert und das andere ist Krumpatz. Oh! Das ist noch Chaos-Truhen. Ja, okay, aber ich... ein bisschen sortieren kann ich ja. Ja, ich hab echt mehr als Glück. Die Dame, die Wasser einstecken hatte, hatte auch Stahlpfeile einstecken. Ich kann mich sogar noch wehren. Nee, ich wollte einfach mal nur die Truhen von draußen alle mal reinschaffen. Ja, klar. Das mal alles. Haben wir auch Wasser? Ich hab noch ein Glas. Brauch ich jetzt nämlich langsam mal. Ja, siehst du doch. Mein Arm loszuwerden. Achso, siehst du nicht. Das ist die Truhe, die ich eben meinte. So, da ist das Nachbargebiet. Ist keine, ist kein Waldgebiet. Es ist Steppe. Es ist auch nicht viel kühler. Nö. Danke. Ah ja, aber ich mein Glas geht da einfach rein, ja? Ja, ja. Mach mal alles, was Wasser ist und so da rein. Aber wir können doch hier eigentlich... Richtung Henne quasi, ist ja Wald. Ja, aber hier die Gegend finde ich eigentlich ziemlich nice. Ich würde mich hier jetzt gerne nochmal ein bisschen umgucken. Ich bin aus der richtigen Wüste, bitte bin ich jetzt raus. Bitte nicht in der Ruhe trinken, wir wollen da das Zeug ablegen. Und bin im Steppengebiet, da ist es zumindest ein bisschen kühler. Da geht jetzt die Hitze gerade wieder runter, also ich höre nur noch 100... 108. Langsam fange ich auch wieder an zu laufen hier. Also ich habe gedacht, Timo, wir machen auf die Höhe, wo ich jetzt aus dem Stein lang ziehe, dann einen Stein drumherum. Ja, wir können natürlich auch wieder dahin zurück, wo du bist. Ich kann gerade nicht. Was hast du gesagt nochmal? Auf die Höhe hier, wo jetzt so ein Stein ist. Ja. Auf die jetzt? Ziehen wir es einfach rum, weil dann ist es unten ein bisschen stabiler. Okay, also auf die Höhe einfach Stein weiterziehen und der Rest oben ist Holz, ja. Genau, oben drüber ist Holz und hier vorne die Front machen wir ja dann noch. Die kommt ja erst noch die. Okay. Die Cookie da, Cookie Dent Front. Hab ich schon mal gesagt, dass es mir nicht wirklich gut geht. Eieiei. Ich hab mich panisch schreiend unten verbarrikadiert. So, ich nehme euch gerade mal hier die Freundschaftsdinger.
Ja. Ich hab grad keine Zeit, da will ein Geier was von mir. Kürzschluck. Boah, Scheiße. Sag mal, ich hab keine Lust mehr auf Nahtoderfahrung. Lass mich in Ruhe. Hast du jetzt davon? Wow. Oh, ist ja gar nicht so weit weg von uns, gell? Nö. Ja. Aber ihr seid. Ach, die sind. Guck, die sind in der Stadt, wo ich meinte. Ja, ja, ich weiß. An der Wüste da grenzt, ja. Guck, wie da sind die denn? Ich versuch's zumindest dort zu sein, aber. Bei mir ist mehr so ein Schein sein. Ja, es ist noch 26 Leben und Zombie und ein Geier hinter mir her. Beide töten mich wahrscheinlich mit einem Schlag. In der Stadt auch mal vorbeischauen, aber ich würde jetzt heute erstmal noch die Basis ein bisschen bauen. Ja, weil ja, gerade haben wir haben Tag 7 fast auch. Ja, und wir haben gerade genug Vorräte. Also ich würde jetzt auch anfangen, die Basis jetzt mal so weit festzumachen, weil Tag 7 müssen wir eh nicht was kommt. Alles eingestellt noch ein bisschen? Ja, ja aber bis jetzt noch keine positiven Folgen. Erstmal ein bisschen Basis schaffen. Da bringt es nichts her, wenn ich jetzt zum Beispiel viele Steinachse crafte, dass ich da im Level aufsteige. Nein, du musst das. Genau, du musst das manuell leveln. Tools, Sag mal, wie lange hast du denn kein 7 Days mehr gespielt? Das ist echt. Ah, ist ja grauenvoll. Sehr lang, ja. Ja, scheint mir auch so. Ist ja nichts los mit dir. Sag mal, wohnt. Nein! Ach, die wohnen über mir. Nice. Aber Bogenschießen, Athletik und so, das geht schon noch hoch, diese großen Dinger. Athletik, ja, Bogenschießen auch nicht. Bogenschießen habe ich ja schon Level 3, das haben wir nicht gemacht. Achso, ja. Achso, ja, das kann sein, doch nur Bogencrafting wird dadurch nicht besser. Genau. Das ist ja wirklich nur rein deine Schießfähigkeit. Ja, auch XP to Next Level bei Bogenschießen ist fast am Limit. Genau, also dieser Waffenschmied geht nicht mehr hoch, wenn du Bogen schießt, so. Toll, in der Bar war ganz viel zu trinken. Ich gehe jetzt wieder beim Zombie, haut auf mich ein. Ich hab da keinen Bock drauf. Wo ist der blaue Pfeil? Ich bin zum blauen Pfeil. Du bist der blaue Pfeil. Nein, du bist der blaue Pfeil. Nee, du bist der blaue Pfeil. Nein, du bist der blaue Pfeil. Ich hab alle getrunken. Du bist der blaue Pfeil. Ich hab versucht zu trinken, aber in der Bar waren alle besoffen schon wieder. Hey, ich hab nur umgerechnet eine Flasche Wein getrunken. Ihr könnt ja, schon wieder nachlegen, ist schon wieder weg. Schon Burgers, Shakes. Alkoholiker. Alles weg! Gross, der ganze Wein! Weg! 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 Wow! Nice! Noch 4 Pfeile übrig, nie war ein Headshot so wichtig. Henne? Ja? Hält das hier vorne? Nein. Was denn? Der Boden vor unserem Ausguck quasi. Der drüber ist, da sind nämlich nur keine Säulen oder sowas. Hält das? Wenn ich das festmache? Ja. Ja? Okay, ich versuch's mal. 5er oder 6er Breite hält fliegend und die haben wir nirgendwo überschritten, weil der Außenrahmen steht. Ich habe erst die Außenkonstruktion fertig gebaut und dann den Zwischenboden eingezogen. Ich habe nicht umsonst keine Architektur studiert. Okay. Soll ich mich mit dem Schwein. Nein, ich leg mich nicht mit dem Schwein an. Aber dann hätten wir was zu essen. Doch, leg dich mit dem Schwein an, das geht immer gut aus. Ich hab noch 4 Stahlpfeile, was soll schief gehen? Und es ist eingestürzt. Hält das? Natürlich, ich hab das berechnet. Hält das wirklich? Ja, klar, überhaupt kein Problem. Ich hab's kaputt gemacht. Du hast in der Mitte angefallen, die Feuerverstärke, oder? Du musst sie von außen nach innen dübeln. Ja, das war kackt. Du ziehst eine Linie genau da, wo keine Säule ist, durch. Willst du mich verarschen? Ich dachte, die halten 5 oder 6, da müsste es doch haben. Aber doch nicht, wenn sie ausgebaut werden, dann werden die doch schwerer, du Vogel. 5 oder 6 zwischen 2 Punkten, du hast doch gar keine 2 Punkte gehabt, du hast blind in die Mitte gebaut. Jetzt, wenn du die beiden Säulen hier verbindest, jetzt hält das. Der Minecrafter. Oh Gott. Ja. Gott, wenn du so die AIDA gebaut hättest. Die hat auch jetzt gehalten, ja. Er hat sie aus Stoff im Wasser gebaut. Muss man noch mehr dazu sagen. Wirklich, muss ich das näher erläutern? Aber war noch nie der Architekt. Ich war immer schon das Hirn, er war das Gesicht. Und die Brüste. Und die Brüste. Bis Lina kam. Dann hat, glaube ich, ganz schön aufgestockt vom Loot, kann es sein? Nö. Also aus den Bäumen kommen jetzt immer so 3 von diesen Pinesies bei mir raus. Nein, das ist normal. Ich hab am Loot nichts verändert.
Den habe ich letztes Mal auch nur Pech gehabt, wir haben nur eine raus. Maximal. Ja. Oh, Kackacke laufen. Mit einem Blue Arrow. Noch ein neues Vogelnest. Wie ist der die Geschwindigkeit beim Zurückkommen von den 17 Loot-Sachen? Weiß nicht, ob es 2 oder 3 Tage sind. Ich hab's auf jeden Fall wieder ähnlich wie wir es vorher hatten. Ich stand auf 30 Tage. Das sind normalerweise 5, also bei den normalen Spielen ist 5 das kleinste, was geht. Ja, hier war Standard 30. Das wäre echt hart. Ja, gut, wenn es ein Server ist, ist ja was anderes. Ja, der hier ist ja auch voll. Oh, Koli war hier schon. Ich bin nicht mehr weit weg von Koli, da war ein leeres. Ich hab ihn einfach ausgemacht. Nest? Ein leeres Nest. Sicherheitshalber. Bist wirklich nicht mehr weit. Ich dachte mir, safe ist Schuhe. Im Süden. Ja. Also du gehst da vorne so ein bisschen Richtung Grenze, Grenzgebiet. Ja, ich suche gerade eine schöne Stelle genau am Grenzgebiet, wo wir mal was bauen können. Also so, dass die Basis schon komplett im Grünen ist, das aber der unterirdische Weg nicht weit in die Wüste ist. Genau, das ist der Plan. Ich fast philosophisch. Stelle. Holz ein bisschen ab. Holz. Mach mich stolz mit deinem Holz. Möglichkeit, was abzulagern. Ich bin komplett voll. Ja. Also ein bisschen Platz habe ich noch, aber. Blut beeinflusst nicht deinen Alkoholkonsum. Hast du vorhin irgendwie den Airdrop eingesackt? Ja. Da war nicht zufällig irgendwie Heilung drin? Doch. Das heißt, du hast eventuell ein Medikit für mich? Vielleicht sogar 2. Eins wird mir schon mal reichen. Die leben da in Kommst Saus du bei und mich? Raus, ich bin unterwegs. Ja, ich sehe dich schon. Yeah. Es reicht dir doch erstmal, wenn ich dich liebe. Ich muss dich doch noch nicht vergöttern, oder? Ja. Gut, dann nur ein Medikit. Genau, wir schlagen mit Händen. Ab dem zweiten ist vergöttern. Hallöchen. Du bist ja nackig. Passiert. Oh, ich kann dir nur 2 geben. Weil ich hier nicht aufteilen kann. Hallo. Oh, okay. Ah, hier wird noch ein. Mein Inventar ist voll. Ich hab noch gerade so einen Holzrahmen dabei, zufällig. Was, ein Frame? Ja. Ja, für was? Wo willst du hier haben? Hier fehlt noch einer. Hier oben. Oh, Airdrop. Oh, sehr. Unser Airdrop oder deren Airdrop? Meiner. Über uns gefahren. Oh, der ist direkt neben uns. Okay. Ja, vielleicht haben wir jetzt auch mal Medikits. Ja. Gut. Dann... Weißt du, die leben da im Luxus, ne? Ich hab gehört, die haben eine Spülmaschine. Und ganz ehrlich, das braucht man in einem 2-Personen-Haushalt echt nicht in der Apokalypse. Warum machst du denn jetzt einen Bogen? Du sollst Pfeile machen. Wie geil, ich bin vor dem Airdrop hier. Lande. Und... Raketenwerfer mit 6... Koli, wir kriegen Besuch. Und zwar ekelhaften Besuch. Es ist ein Massenbesuch. Ja. Wie geil! Und zwar Raketenwerfer Stufe 232 mit 6 Raketen und 3 Medikits. Okay. Fuck, ich bin stunt! Lass mich los! Lass mich in Ruhe! Ich hab's erwischt! Leiden kann er. Es hat mich eine Wellness gekostet! Ich bin bei 82 Wellness! Ja, du bist auch ein anderer Maßstab! Können wir den nicht einfach laufen sie vorbei? Ich wollte gerade sagen, einfach mal in Ruhe lassen und wegziehen lassen. Jetzt einfach bis einer von uns mit dem Moped bei denen am Lager vorbeifahren, zweimal in die Luft schießen und wegfahren lassen. Das schaffst du gar nicht. Du kannst nicht bei uns am Lager vorbeifahren. Wir haben nämlich keins. Wir haben nämlich noch kein Lager. Einfach schießen im Kreis drum rumfahren. Wir sind mit dem Jeep mit 2 Personen vorbei. Drauf können. Der eine fährt im Kreis, der andere ballert um sich, bis alle Zombies euch umkreist haben, dann abhauen. Klingt erstmal gemein, ist aber eigentlich schon ganz lustig. Eigentlich. So, dann wollen wir die aktuelle Axt jetzt einfach zerlegen. Oh, jetzt einfach meine Foundation hin. Bin ich gut. Wollen wir erstmal ein Haus bauen, oder? Ja, erstmal irgendwas, wo wir so ein bisschen unterkommen. Was Kleines. Woran scheitert es denn jetzt hier? Gar nichts gut. Finde ich mir gut. Gar nichts ist. Gar ja, das war auch Konzept. Wichtig bei der ersten Basis. Einfach eine gewisse Bescheidenheit. Deswegen haben wir auch unter 400 Quadratmeter genommen. Ja, ich habe jetzt auch überlegt, ich mache mal so 10x10. Ja, nur irgendwas, wo wir auf jeden Fall schon mal den Schlafsack reinlegen können, wo wir vielleicht irgendwann auch schon mal die ersten das Lagerfeuer und Ofen und so, dass wenn wir dann draußen sterben, dass wir in eine.
ja, zwischen vier Wänden wieder spawnen können. Nicht mit einem Acker. So.